Am 22. Dezember 1894 wird Alfred Dreyfus, Hauptmann im Generalstab der französischen Armee, zu Zuchthaus und militärischer Degradierung verurteilt. Man wirft ihm vor, für Deutschland spioniert zu haben. Die Affäre Dreyfus, einer der größten politischen Skandale in der Dritten Republik Frankreichs, erreicht damit ihren Höhepunkt. Sie beginnt damit, dass eines Tages die Putzfrau des deutschen Militärattachés in Paris, Schwarzkoppen, in dessen Papierkorb einen Brief entdeckt. Dieser kündigt eine Sendung geheimer französischer Dokumente an, ist jedoch nicht unterschrieben. Die Spionageabwehr beschuldigt Hauptmann Dreyfus, der Verfasser des Briefes zu sein. Seinem Anwalt wird aber nicht einmal die Anklageschrift gezeigt. Diese ungerechte Behandlung ist vor allem auf zwei Ursachen zurückzuführen. Dreyfus ist Jude und er stammt aus Mühlhausen in jenem Teil des Elsass, den die Deutschen den Franzosen im Jahre 1871 abgenommen haben. Vergebens beteuert Dreyfus seine Unschuld. Vergebens bekundet er seine Liebe zu Frankreich. Vergebens beharrt auch sein Anwalt darauf, dass keine triftigen Gründe für den behaupteten Verrat existieren. Die Vorurteile sind zu tief verwurzelt. Dreyfus wird für schuldig befunden und auf die Teufelsinsel deportiert. In Frankreich geraten trotzdem Dreyfus-Anhänger und Gegner täglich in den Spalten der Zeitungen aneinander. Der Bruder Dreyfus und der neu ernannte Kommandant der französischen Gegenspionage, Major Picard, beschließen, alles zu unternehmen, damit der Prozess wieder aufgenommen wird. Sie wissen es genau, ich bin unschuldig. Ich weiß es. Aber angesichts dieser Beweise, bei diesen Zeugenaussagen... Die Zeugen lügen, die Beweise sind gefälscht. Man hat einen Schuldigen gebraucht, Maître Demange, weil man den wahren Verräter nicht gefunden hat. Picard ist sicher, dass der Verräter ein gewisser Major Esterhazy ist. Ein Offizier ungarischer Herkunft, der sich aufgrund seines unsteten Lebenswandels verdächtig gemacht hat. Mathieu Dreyfus belastet Esterhazy in einer Aussage vor dem Kriegsgericht. Dennoch wird dieser im Jänner 1898 freigesprochen. Eine Wiederaufnahme des Prozesses Dreyfus wird dadurch unmöglich. Wenige Tage später erscheint auf der Titelseite der Zeitung L'Aurore ein Artikel aus der Feder des berühmten Schriftstellers Émile Zola. Die Überschrift lautet »Ich klage an«. Es ist ein offener Brief an den Präsidenten der Republik. Zola greift mit aller Schärfe den Generalstab an. Er klagt ihn an, die Wahrheit zu verheimlichen, die eigenen Fehler nicht zu bekennen und so für die Aufrechterhaltung einer falschen Moral einen Unschuldigen zu opfern. Émile Zola wird dafür zu einem Jahr Gefängnis und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Er wird auch aus der Ehrenlegion ausgeschlossen. So kann der Fall Dreyfus nur stufenweise aufgeklärt werden. Man wird bis 1930 warten müssen, um alle Zweifel an seiner Unschuld beseitigen zu können. In diesem Jahr gelangen nämlich Notizen des deutschen Militärattachés Schwarzkoppen an die Öffentlichkeit, aus denen hervorgeht, dass tatsächlich Esterhazy der Verräter war. Dem glücklosen Hauptmann Dreyfus, zwar rehabilitiert und mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet, verbleiben dann allerdings nur mehr 5 Lebensjahre, um sich an der späten Gerechtigkeit freuen zu können.